Organisationsvision. Im Zukunftssaal der Ultrareichen erliegen nackte Pulsschlagleichen und ihre Herzen wiegen schwer. Sie werden traurig totgeboren und keiner hier ist ungeschoren. Nachtnächtlich wandeln sie umher. Sie vegetieren wie die Tiere, auf Herz geprüft und auch auf Niere, nicht ahnend, wer sie selber sind. Im Geiste schwach, im Fleische willig, doch jenes scheint nur recht und billig, die Außenwelt, sie stellt sich blind. Gezogen ohne Elternteile, die Brüder wie auch Schwesternteile, eineiig vom gleichen Schlag, wie eben jene sie verschlissen, denn auch die Atheisten wissen, man braucht ein Paar von jeder Art. Politiker mit fremden Zungen, sie rauchen ohne Raucherlungen, von Blut und Eigenfleisch ernährt, mit Blick auf die genährten Kälber, kein Selbstmitleid, man hat sich selber den Schnitt ins Eigenfleisch gewährt. Im Passivraucherlager aber, man greift sich vom Ersatzteillager, betäubungslos, denn Zeit ist Geld, wer arbeitet, der darf auch essen. Drum auf zum frohen Menschenfressen, ist Geld doch Zeit auf dieser Welt. Dem kleinen Mann geht's an die Nieren, hält mitleidig auf allen Vieren, auch stets die andere Wange her. Maschinen, die ein Herz sich fassen, zerspalten leicht die Menschenmassen, noch etwas Knochen mag der Herr. Doch mancher nicht mal Transplantierte und oftmals gar Transfusionierte ist elendig als Greis krepiert. Ausgenommen nur die Schergen von Voodoo-Puppen-Milliardären, sich selber gar zu sehr traktiert. All jene mit den echten Taten erhalten stets die schlechten Karten, nicht lohnenswert nach mehr zu gieren, denn jeder Reiche und Adrette zieht ein Herz Ass aus der Manschette, sobald er droht, mal zu verlieren. Die straffe Organisation, sie deorganisiert uns schon, und eine ganze Schar sieht rot, sie spielen weiter ohne Zügel, den Trauermarsch am Lungenflügel, da ist kein Leben vor dem Tod.